an eine wunderschöne Jude gewünscht. Hat sie schon mit Arschloch gewirscht, gell? Das ist schon einfach cool von Scherz, ich müsste das gehen. Sorry. Befehlt und wir helfen gern, oberster Kanzler. Die imperiale Flotte wird von einem Schlachtschiff, der Javelin, beschützt. Sonst könnten wir sie mit Leichtigkeit zerstören. Doch ein funktionstüchtiges Schlachtschiff wäre bei der Verteidigung der Kernwelten ein großer Gewinn. Ihr und eure Allianz müsst die Javelin übernehmen. Ihr erwartet von uns, ein gesamtes Schlachtschiff einzunehmen? Im Unmöglichen seid ihr unübertroffen. Eure kleinere Truppe sollte in der Lage sein, durch ihre Verteidigung zu schlüpfen, an Bord der Javelin zu gelangen und den Captain zur Aufgabe zu zwingen. Ich muss gehen. Ich lege diese wichtige Aufgabe in eure fähigen Hände. Viel Glück. Jedi, ihr denkt rational. Ihr wisst, dass es reiner Wahnsinn ist, mit den paar Truppen ein Schlachtschiff übernehmen zu wollen. Ach, Schiss. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, bin ich durchaus bereit zu schummeln, um zu siegen. Ah, hervorragend. Zu Beginn lenken unsere Schiffe die Javelin ab. Ihr geht an Bord. Sie erwarten einen Angriff, aber eine Defensivformation in einigem Abstand würde sie ablenken. Dann wären unsere Schiffe außer Feuerreichweite, aber ein Schlachtschiff zu übernehmen ist nicht so einfach. Wir sollten mitkommen. Taran, Kaizen, ich, wir alle. Wir nehmen ein paar Voss-Kommandos und unseren Holo-Kommunikator mit. Aha. Ihr geht zur Brücke, wir teilen uns auf und bringen die anderen Bereiche unter unsere Kontrolle. Ja, arbeiten Sie als Team. Um eine Chance auf Erfolg zu haben, müssen wir bei dieser Mission alle zusammenarbeiten. Wenn ihr alles im Griff habt, gehe ich nun. Corellias Verteidiger könnten meine Hilfe gebrauchen. Möge die Macht mit euch allen sein. Muss das laut hier jetzt in dem Planet sein. Es gibt einen Offlacken und sind doch noch. Ich will nicht so tun. Ich hätte ja schon dran, hab's mir das gut dann. Können wir. Brauch ich so, man. What the fuck? Das hat aber cool gewirscht. Nice, nice, nice. Also, ich geh so an. Ich mache einen kleinen Kartei. Und dann. So was direkt drum. Weiter, Javela. Weiter. Wie schön. Bei mir ist der Chef. Mir der Mann da weiter. Momentan ist zu Hause alles ruhig. Ich kann mich also voll und ganz auf meine Padawan-Studien konzentrieren. Gut so. Ich habe die Texte gelesen, die der Rat mir geschickt hat. Aber ich verstehe immer noch nicht, was eine Padawan-Schülerin tut. Ihr müsst vieles sehen, geht ankaufen, ihr putzt mich, ich muss mich waschen, ich muss alles halt verdienen und gerne will machen. Geil. Eine Padawan-Schülerin verfeinert ihre Fähigkeiten im Kampf und in der Meditation und ist für das Wissen aller Kulturen offen. Also, was soll ich zuerst lernen, Meister? Wie putzt. Lange absolute what the fuck? Erstens, Aggression, Hass und Furcht können selbst den edelsten Jedi zum Bösen treiben. Mhm. Ihr müsst euch immer vor diesen Emotionen hüten. Aber was ist mit dem Imperium? Wie kann man es nicht hassen, nach allem, was es getan hat? Vielleicht sollte ich etwas anderes lernen. Du hast zum Beispiel die nennt sich Darth Vader. Den hast ihr Schenker zu wissen, seit ich war gewesen halt. Da fehlt aber aka Anakin Skywalker. Ups, Spoiler.
Erinnert euch immer an die Grundsätze unseres Ordens. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das sollte ich mir aufschreiben. Danke, ich bin nicht absichtlich so langsam. Das ist alles so neu für mich. Eure Fähigkeiten sind bereits außergewöhnlich. Ihr braucht nur noch etwas Theorie und Übung. Ich möchte ein guter Padawan sein. Ich möchte alles lernen, was ihr mir beibringen könnt. Das ist immer. Yes, hallo, können wir vielleicht auch dahin, ob das Schiff wird schon mal riesen. Das werden wir das mal weiter gesehen. So, jetzt um nicht Schiff sehen. Ja, da ist es. So, sagt er, hi, echt, mal da. Oh ja, ein ganzes Schlachtschiff. Du kannst echt nur witzig, du kriegst mein zu lachen. Oder vielleicht doch nicht. Fängt gleich 10 an? Okay, cool. Dann, hui! Anrad. Ich gebe so mit kleineren Level gemacht. Ich muss überhaupten. Warte, könnt ihr mal vielleicht ein schreiben, was ich gerne hätte als nächstes Klass mit. Ich hatte schon ein paar gesagt. Ich kriege nie eine Antwort, wenigstens. Die wollen gut keine Klasse haben. Hm? Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Warte. Also da, so und da. Ich gehe mir den dort nach. Oh, da ist er wie Klangschiff. Wir werden nichts nachgeben. Also, ich bin stärker, als ich dachte. Ja, das ist schon gut. Ah, du hast ja nicht. Lasch den. Hab ich noch gewollt, was ich da geht denn durchkommen? Nee. Wir sind im Netzwerkraum. Imperiale Kodierung wird entschlüsselt. Ja. Das kribbelt richtig. Zenith hat sich zur Sicherheit geschlichen. Ich schätze, er weiß, wie man mit einem imperialen Sicherheitssystem umgeht. Das war's fürs Erste. Okay. So, Hina. Guck. Weiter. Moment, Jedi. Ja. Das Sicherheitssystem ist ziemlich hartnäckig. Ja. Fertig. Ich halte Ausschau nach weiteren. Zenith, Ende. Puh, das ist wirklich relativ viel, wie soll ich so, Enthusiasmus an der Stimme gehört. Oh, oh, oh. Das ist gut, was man kann gebrauchen. Was ja, ja. Ah, das ist schon gut. Okay. Dann gibt's so ein Zielmeister bei nichts, gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüssikowski und von mir einfach noch einen. Have a night.